Hi, hi, hi there. Am Freitag, den 13. Juli dieses Jahres, haben sich mehr als 190 Länder darauf geeinigt, am 10.11. Dezember 2008 in Marrakesch den globalen Pakt für Migration der UN zu ratifizieren. Dass diese Einigung ausgerechnet am Wochenende des Finales der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft zustande kam, war wohl kein Zufall. Aber man hätte ja gar nicht etwas können lesen vom Flüchtlingspakt, an was liegt das? Weil wir beides unter dem Deckel behalten, beides vor dem Volk, vor dem Parlament vorbeischmuggeln. Die einzigen, die dazu eine gesamte Sonderausgabe gebracht haben, ist wiederum die Schweizerische Expresszeitung. Geht es dabei um nichts Geringeres als die globale, formale Abtretung nationaler Souveränität der einzelnen Staaten an den künftigen UN-Superstaat, die Auflösung demokratischer Gesellschaftsstrukturen und die einheitliche Strategie zur Unterdrückung, Verfolgung und Bekämpfung derjenigen Stimmen, die sich kritisch dagegen äußern. Und dann jetzt ist ja so, Migration, Sie haben sich ja mit dem wirklich auch schon Angesicht zu Angesicht befasst. Ich habe gehört, Sie sind einmal in Griechenland gewesen. Was haben Sie dort gemacht? Ich habe zwei Camps besucht und ich habe unermessliches Leiden gesehen. Ich habe Leute gesehen, die wirklich an Leib und Leben bedroht sind, die alles Recht haben, bei uns zu sein, bei uns aufgehoben zu sein. Ganz im Gegensatz zu Leuten aus Eritrea und weiteren afrikanischen Staaten, die als reine Wirtschaftsmigranten zu uns kommen. Und daraus möchte ich jetzt einiges zitieren. Denn es bedeutet zum Beispiel für Deutschland, dass unsere Bevölkerung ausgetauscht und vernichtet werden soll. Im Englischen heißt das Replacement Migration. In Deutschland, der Kanzlerin ruft, kommt und vermehrt euch, ist ja völlig normal, dass die Leute Lust bekommen, nach Europa zu kommen. Das kann man ja nicht verdenken, aber Europa muss das abwehren. So zum Beispiel die Drahtzieher der Massenimmigration in ihren eigenen Worten, die daraus überhaupt kein Hehl machen, was sie vorhaben. Das ist früher UNO-Berichterstatter für Migration gewesen. Wissen Sie, wie die Person geheißen hat? Nein, weiß ich nicht. Das ist der Peter Sutherland. Der ist von 1995 bis 2015 Chairman von der Investmentbank Goldman Sachs. Und ist gleichzeitig wieder Sean Ziegler, Berichterstatter für Recht auf Nahrung, ist er für Migration gewesen. Wieso tut das die SVP nicht mehr thematisieren, dass da die obersten Banker den Migrationspakt quasi auch durchbringen wollen? Gut, wenn wir es bringen, würde es als Verschwörungstheorie ausgelegt und darum sagen wir nein, lieber nicht. An diesen Verschwörungen, die insgesamt stattfinden sollen, haben einige Länder wie Ungarn und auch Amerika und China nicht teil. Aber das stimmt, das können Sie nachlesen, dass der Peter Sutherland, der ist UNO-Berichterstatter für Migration. Das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Nein, aber uns wollen wir es wieder auslegen als Verschwörungstheorie. Darum, wir gehen unseren Weg, wir schauen hier in der Schweiz zum Rechten und schauen, dass wir nicht überschwemmt werden. Aber da können Sie auch viele linke Stimmen gewinnen, habe ich gedacht. Die ja auch kritisch sind gegenüber Goldman Sachs und Morgan Stanley. Gut, wir wollen nicht in den Chor einstimmen von der Weltverschwörungstheorie. Darum, wir machen unseren Weg da, was für uns stimmt. Wenn es passt, wenn es irgendwo eine Übereinstimmung gibt, okay, aber wir machen unseren Weg. Danke vielmals. I was cured, all right. Heute Abend, wo genau die Zustände dort aus erster Hand kennt, wo dort ist als Helfer immer wieder, und zwar der Hüseyin Aydemir. Guten Abend. Herr Aydemir, Sie haben jetzt zugelassen, doch schon eine Weile in dieser Diskussion. Was haben Sie sich gedacht dabei? Ja, Herr Glarner, ich weiss nicht. Ich war vor Ort in der Domäne in Lesbos und die Zustände sind wirklich katastrophal. Und man kann sich wirklich ein Beispiel nehmen, ein griechisches Volk, das für mich erpresst wird mit ihren Schulden. Die werden dort im Stich gelassen und trotzdem sind sie nicht, trotzdem helfen sie. Was in Domänien angeht, ist eine humanitäre Vollkatastrophe. Ich bin jetzt vor zwei Wochen zurückgekommen, drei Wochen dort gewesen. Die reden davon, Armee an Grenzen zu. Was wollte die Armee dort machen? Armee ist da,
Landesverteidigung, Krieg, was auch immer. In Ungarn, Vollkatastrophe, bin ich auch gewesen, eine totale Katastrophe. Und wenn wir das machen, was dir vorschlägt, und eines Tages die Flüchtlinge daher kommen, sagen wir zu Tausenden, was will die Armee machen? Sie abknallen, beruhigen, was will man machen? Ich verstehe euch nicht, wie die damit vorrücken. Und die sagen hier, Herr Klar, nicht so schnell, die sagen hier, die macht irgendwelche Zahlen, die mich persönlich nicht interessieren. Wie viel das kostet, wenn die daher kommen, der Gemeinde kostet das nicht. Nein, das ist nicht irrelevant. Aber er sagt gleichzeitig, sagt er, wir sollten Hilfe vor Ort leisten. Das ist nicht billig. Dann lassen Sie doch schnell reagieren. Entschuldigung. Aber Entschuldigung, nicht der Schweizer Franken vor Ort eingesetzt, das ist so viel mal mehr wert. Und Sie müssen sehen, nochmal, die Zahlen sagen einfach etwas anderes. Die Zahlen sagen, dass die falschen Flüchtlinge zu uns kommen. Das stimmt. Also wenn letztes Jahr 25% der Eritreer gekommen sind, dann können Sie ihnen einfach sagen, stimmt nicht. Ich bin bei Ihnen. Diesen Leuten muss geholfen werden. Aber wir nehmen einfach in Gottes Namen 88% letztes Jahr von den Falschen auf. Ja. Und die 12% Zürcher sind voll bei Ihnen. Das haben Sie mit diesen Leuten diskutiert. Ich war dort vor Ort, mit denen diskutiert. Sie sind immer in Eritreer. Das stimmt, ich bin nicht in Eritreer. Vielleicht mache ich mal einen Gefallen, dann gehe ich dorthin, dann gewinne ich das Feedback. Aber ihr redet jetzt mal wirklich mal von Griechenland. Jetzt lassen Sie doch schon. Bitte sehr, okay, ich höre noch zu. Ich war da, ich habe mit verschiedenen Leuten diskutiert. Die haben mir Fotos gezeigt von ihren Häusern, die bombardiert wurden. Die haben mir alles gezeigt. Ich habe dort praktisch keinen einzigen Flüchtling gesehen, wo ich sagen konnte, das ist ein Wirtschaftsflüchtling. Ehrlich gesagt, scheisst es die an, dass sie auf Europa müssen kommen. Das ist für die total frustrierend. Und was vor Ort abgeht, in Domäne. Wir haben jetzt gesehen, mazedonische Polizei ist dort. Ich habe Leute, die mir täglich Fotos, Videos und so weiter und so fort schicken. Die tun tatsächlich von Mazedonien ausgreifen. Faktisch ein Land an, ein souveränes Land. Jeder anderen Ort hat eine Kriegserklärung. Der tut einfach zugelassen, Mazedonien macht, was er will. Griechenland kann sich nicht wehren wegen der Schuld oder was auch immer. Und das ist einfach ein Zustand, der hat man wirklich dran. Ja, es ist, ich bin voll bei Ihnen, aber wenn Sie jetzt nochmal zur Kenntnis nehmen, dass wir A, nicht die ganze Welt aufnehmen können und B, einfach zu einem grossen Teil die Falschen aufnehmen. Das ist eben der Unsinn im ganzen System, das wir haben. Dass wir Leute aufnehmen aus Ländern, die definitiv nicht bedroht sind und nachher auch keine Kapazität vielleicht mehr haben. Aber wenn wir vielleicht schnell bei denen bleiben, also wir sind in Griechenland, wir sind bei diesen Flüchtlingslagern. Aber ich finde, man muss jetzt einfach mal schnell das Genusch von Eritrea entnuschen. Weil da geistert einfach... I was cured, all right.